15, 15 und ich lasse meinen Schläger einfach den Rest des Weges durchkommen. Ich möchte dir zeigen heute, was ich denke, ist eine geniale Möglichkeit, den Ball richtig weich beim kurzen Spiel zu treffen. Den Ball konnte ich gar nicht hören, es war so weich. So, was ich gemacht habe und was du auch unbedingt bald ausprobieren solltest, ist Folgendes. Es geht um die Schwunggeschwindigkeit. Nur ich habe in anderen Videos geschrieben, dass du schauen musst, dass der Abschwung eher langsam und ruhig sein sollte, dass du nicht zu früh beschleunigen solltest. Und so schaffst du es, den Boden mit der Sohle des Schlägers zu treffen. Und genau das sage ich dir heute auch, aber ich zeige dir, glaube ich, wie du es viel leichter umsetzen kannst. Das tue ich mit meinen Schülern und es hilft. So, die Geschwindigkeit ist ja ganz entscheidend. So, stellen wir uns mal vor, wir schwingen ja mit 15 km/h. 15 km/h, das ist die Geschwindigkeit, die ich verwende beim Ausrollen. Ich möchte beim nächsten Schlag, werde ich dann denken, dass ich dann wieder beim Abschwingen mit 15 km/h starte. Okay, so die Geschwindigkeit beim Ausrollen und Abschwingen ist gleich. Und nachdem ich den Abschwung so gestartet habe, mit der gleichen Geschwindigkeit wie beim Ausrollen, werde ich einfach gucken, dass ich die Geschwindigkeit durch den Ball beibehalte. Und meine Vorstellung da ist, beim Autofahren, es geht leicht bergab, man fährt ganz langsam durch die 20-Zone, richtig langsam und du hast deine Geschwindigkeit erreicht und du lässt einfach dein Auto weiter mit dieser Geschwindigkeit fahren. Du musst nicht aufs Gaspedal, das Auto fährt fast von alleine hin. Okay, so das mache ich jetzt. 15, 15 und ich lasse meinen Schläger einfach den Rest des Weges durchkommen. Dann ist es egal, ob ich Ball oder Boden zuerst treffe, weil ich den Boden dann mit der Sohle treffe. Ich habe übrigens mein 56 Grad Sandwich hier. So, das bestimmt die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit dann einfach durch den Ball weitermachen lassen. So, das ist eine schwierige Fahne. Ne? Die Fahne ist kurz gesteckt. So, ich muss hier den Ball gut treffen, damit ich nah an die Fahne kommen kann. Okay, ich denke, es ist eine sehr, sehr schöne Sache und ich hoffe sehr, dass du es einsetzt, so bald wie möglich. Und dann kannst du diese kurze, hohe Schläge, Pitches, Chips wirklich viel, viel besser und weicher und genauer machen. Und so kannst du besser dosieren. Tschüss.